Ja, die Schulen haben jetzt wieder begonnen und Sie sagen, es gibt ein völliges Chaos. Warum? Nein, wir haben die Situation, dass irrsinnige Unklarheit herrscht. Wir haben eine Corona-Ampel auf Bundesebene präsentiert bekommen, wo sich niemand auskennt. Wir haben eine eigene Bildungs-Corona-Ampel präsentiert bekommen, die gar keine gesetzliche Grundlage hat. Und wir haben jetzt die Situation, dass in Wiener Schulen die Eltern oftmals nicht wissen, wann sie ihre Kinder in die Schule schicken sollen, wann sie zu Hause bleiben sollen. Wenn sie in die Schule gehen, haben sie eine oftmals völlig sinnlose Maskenpflicht, weil wir mittlerweile ja wissen, dass kleine Kinder und Schüler weder Spreader noch Risikogruppe sind. Das heißt, wir haben hier irrsinnig viele Schikanen seitens der Stadtregierung, aber auch seitens der Bundesregierung, unter denen sowohl die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern leiden, weil ja auch die ihren Jobs nachgehen müssen. Und hier bräuchte es klare Regeln, hier bräuchte es schnellere Tests, schnellere Ergebnisse und eine Bundesregierung, die nicht immer neue Schikanen schafft und die Eltern vertröstet, sondern mal echt handelt. Es gibt ja auch viele Schulen oder Schüler, die heimgeschickt worden sind, schon teilweise Klassen. Glauben Sie, dass es einen Lockdown geben wird oder geben könnte? Man hat irgendwie das Gefühl, dass die Wiener oder die Stadtregierung sich selber nicht auskennt. Ja, ich glaube, dieses Gefühl haben viele Leute, dass Rot-Grün nicht mehr weiß, was sie tun, und auch auf Bundesebene kommen keine klaren Vorgaben. Wenn dieser Lockdown kommt, dann ist er einzig allein dem Unvermögen von Rot-Grün geschuldet auf Wiener Ebene und auf Bundesebene der Bundesregierung, weil man hätte den ganzen Sommer Zeit gehabt, sich vorzubereiten, man hätte eigene Teststraßen für Schüler schaffen können, man hätte die Infrastruktur schaffen können, damit Tests am gleichen Tag erfolgen und in der Folge auch am gleichen Tag ausgewertet werden. Allein man hat es nicht getan, man hat die Schüler, man hat die Eltern im Stich gelassen, und dieses Verhalten rächt sich jetzt, und hier fordern wir Freiheitlichen ein ganz klares Umdenken. Jetzt ist ja auch das nächste Problem mit den Lehrern. Also teilweise hat man das Gefühl, dass die Lehrer, wenn sie Angst haben, zu Hause bleiben können oder könnten. Das wäre dasselbe, wenn Krankenschwestern oder Ärzte sagen, sie haben auch Angst, sie wollen jetzt auch zu Hause bleiben. Also da gibt es dann Regelungen, beziehungsweise Sie haben auch das erwähnt, dass sie mit dem Pkw praktisch in die Schule fahren sollen, obwohl viele Lehrer gerade in Wien keinen Pkw haben. Ja, das ist der nächste Unsinn, der da getrieben wurde. Wir haben die Situation, dass es jetzt eine Verordnung gibt, dass Lehrer, obwohl sie negativ getestet sind, das heißt, die haben nachweislich keine Symptome, haben kein Corona, waren nur einmal in Kontakt mit jemandem, der auch Corona hatte, aber haben danach einen Test gemacht, sind negativ, gibt auch keine Symptome, keine Gefahr. Die müssen nicht unterrichten gehen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie doch noch besser zu Hause bleiben sollten. Und hier sagen wir ganz klar, hier braucht es eine Unterrichtspflicht für Lehrer. Hier braucht es die Aufgabe, dass die Lehrer auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich in die Schule fahren können und fahren dürfen und fahren müssen und nicht auf den Pkw angewiesen sind, weil es nicht sein kann, dass dann immer mehr Schülerinnen und Schüler, die ein Recht auf Bildung haben und ein Recht auf Unterricht haben, unbeaufsichtigt in den Klassen sind und in der Folge auch die Eltern mit neuen Problemen konfrontiert sind. Hier braucht es klare Vorgaben. Wer negativ getestet ist, der muss auch unterrichten. Was fordern Sie jetzt? Was sind so die Hauptpunkte? Wir fordern erstens einmal eine klare Regelung und ein klares Regelwerk seitens der Stadt Wien und seitens der Bildungsdirektion, wie weiter vorzugehen ist. Wir fordern zweitens, dass Tests binnen eines Tages stattfinden müssen und auch am gleichen Tag die Ergebnisse präsentiert werden müssen. Und wir fordern, dass diese Bildungsdirektion und dass der Bildungsstadtrat zurücktritt und endlich an jemanden übergibt, der kompetenter ist und der die Probleme der Wienerinnen und Wiener im speziellen Schul- und Bildungsbereich besser lösen kann.